Das Spital. Ein Brennpunkt des Lebens. Kranke kommen, um Heilung zu finden. Patientinnen und Patienten, deren Hoffnungen erfüllt oder enttäuscht werden. Spital. Ein Ort, wo Menschen auf die Welt kommen. Ein Ort auch, wo das Leben vieler zu Ende geht. Frau Inauen ist Spitalseelsorgerin. Täglich besucht sie die Patientinnen und Patienten. Sie versucht herauszuspüren, wie es ihnen geht und was sie brauchen. Wenn jemand zu uns ins Spital kommen muss, bedeutet das fast immer eine Verunsicherung. Die Betroffenen fühlen sich bedroht durch Krankheit und sind aus ihrem gewohnten Lebenszusammenhang herausgerissen. Es macht einen Unterschied, ob jemand wegen eines Beinbruchs oder zur Abklärung eines Krebsverdachts da ist. Ob jemand nur einmal oder immer wieder kommen muss. Die Spitalseelsorgerin muss in kurzer Zeit die Situation von Patientinnen und Patienten erkennen und sich in sie einfühlen können. Zuhören. In Worte fassen, was sie bewegt. Nach ihren Hoffnungen und ihren inneren Quellen fragen. Mit ihnen beten, wenn sie es wünschen. Schweigend bei ihnen sein. Nicht für alle bringt ein Spitalaufenthalt die erhoffte Heilung. Für manche geht hier das Leben zu Ende. Da gehört es zur Aufgabe der Seelsorgerin, Sterbende und deren Angehörige zu begleiten. Bei dieser Aufgabe gibt es auch Schweres, was einem belasten kann. Da bin ich dankbar für kleine und grosse Zeiten der Stille, wo ich alles hinbringen kann und aufgehoben wissen. Und auch der Austausch mit Menschen, denen ich vertrauen kann, und die Eucharistie bedeutet mir viel. Für Frau Inauen ist der Kontakt zum Pflegepersonal wichtig. Denn so kann sie besser auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten eingehen. Manche Angestellte sind auch froh, in der Spitalseelsorgerin eine Ansprechpartnerin zu finden und sind dankbar für die seelsorgerliche Begleitung. Eine besondere Herausforderung ist für mich die Spannung zwischen zwei Welten. Die Welt vom Spital prägt von Effizienz, Kompetenz, Hektik. Und dann etwas anderem, das reinkommen kann, wo die Zeit auf einmal keine Rolle mehr spielt. Und wo die Seelsorge auch vielleicht Räume öffnen kann dafür. Vielleicht ist Ihnen das noch kaum so bewusst. Zusammen mit dem ökumenischen Partner lädt die Seelsorgerin regelmäßig zu Gottesdiensten ein. In ihnen kommt zum Ausdruck, wie eng Körperliches und Geistig-Seelisches miteinander verbunden sind. Innerhalb kurzer Zeit begegnet die Spitalseelsorgerin Menschen mit den unterschiedlichsten Schicksalen. Wer diesen Beruf ausüben will, muss Erfahrung in der ordentlichen Seelsorge haben, sollte flexibel und kontaktfreudig sein. Braucht Geduld, um zuhören zu können. Muss psychisch belastbar sein. Und muss sich darauf einstellen, dass viele Begegnungen punktuell bleiben. Da in der Spitalseelsorge die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wichtiger werden, gehört es auch zur Aufgabe von Frau Inauen, diese für ihre Aufgabe vorzubereiten und sie zu begleiten. Ich darf in meinem Beruf erleben,
dass es nicht nur ein Gehen ist, sondern dass in vielen Begegnungen ich tief beschenkt werde. Frau Inauen ist dankbar, dass es mitten im Schweren und Belastenden auch frohe und hoffnungsvolle Erfahrungen gibt.